Session HD, ja, ist okay. Ich mach schon auf HD, ist in Ordnung. Wir gucken jetzt eine Runde realer Irrsinn. Das ist das Format, bei dem wir immer schön, wir müsst schon mal euch vorbereiten. Ihr legt die Hand vorne auf die Tastatur und dann macht ihr nur noch den da die ganze Zeit, okay? Seid ihr bereit? Let's go. Die Manteuffelstraße in Berlin. Moment mal, ist das hier überhaupt die Manteuffelstraße? Straßenschilder sagen ja, doch Internetkarten sagen was ganz anderes. Nicht mehr Manteuffelstraße? Nee, das hier ist jetzt offenbar die Audre Lorde Straße. Kein preußischer Monarchist, sondern die Dichterin und Bürgerrechtlerin Audre Lorde wird hier nun geehrt. Der von den Grünen geführte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat das beschlossen. Und warum lange mit störrischen Anwohnern diskutieren? Hier wird die Idee, eher untypisch für Berlin, ganz fix in aller Stille umgesetzt. Ja. Die haben nicht so lange gebraucht wie beim Flughafenschild. Das ist ja krass, du. Aber why? Tja, what the fuck, ey. Aber hä, man kann doch nicht einfach eine Straße umbenennen. Wenn man sich dann ummelden muss. Hä, müssen sich dann alle ummelden? Wird das nicht einfach... Das ist ja komplett dumm. Alle deine Dokumente auf neuen Stand bringen. Hä, aber wäre das nicht viel schlauer, wenn man das, wenn das alles von alleine passieren würde? Auf die Perso steht ja noch die alte Adresse. Aber das ist ja total dumm. Warum? What? Das ist ja voll viel Aufwand. Ohne Bescheid zu geben. Die Leute, die auch da wohnen, die wissen es ja selber auch nicht, dass es umbenannt worden ist. Und die fragen uns, warum? Ne? Und wir wissen es ja natürlich auch nicht. Ne? Wir haben ja gar keine Info bekommen. Ich mal uns raus. Alter, wer ist denn auf die Bombenidee gekommen? Was hat denn... Also es ist... Von wann ist da... Also wie lange ist das her? War da Gras schon legal? Ich hab Fragen. Ja, ich weiß, dass es auf dem Perso steht. Und ich weiß auch, dass man einen Aufkleber bekommt. Bin oft genug umgezogen. Diese Stadt... Ich kann keine Standbilder machen, ey. Die Verwaltung wusste, dass wir eine neue Adresse haben, also das war auch ein bisschen ärgerlich. Dabei wurde die Straße schon im vergangenen September umbenannt. Da war das noch gar nicht legal, Chat. Warum haben die dann geraucht? Nur halt nicht auf den Schildern. Das Bezirksamt hat darüber auf seine Art informiert. Die Bekanntmachung der Umbenennung in Audre-Lorde-Straße ist im Amtsblatt von Berlin Nummer 40 am 15. September 2023 erschienen. Gibt es Menschen, die for real noch Zeitungen lesen? Was du zu tragen? Alter, das ist ja... Amtsblatt, was ist das denn? Wo steht das Amtsblatt? Also wie kommt man drauf? Ich habe es, glaube ich, mal gehört gehabt, aber ich habe es noch nie gelesen. Ich denke, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man diese Information besser... Imagine, man hätte diese Information über das Internet geteilt. Man hätte das über das Internet geteilt. Alter, das wäre insane gewesen. Oder man hätte so in der ganzen Straße Blätter verteilt, so. Oder per Flyer in dem Haushaltbetrieb, ja. Und man hätte den Leuten einen Brief geschickt. Oh, wow. Ja, genau. Ich hätte doch sicher jeder Anwohner einen Brief bekommen müssen. WB, Gwenny. Und überall Schilder aufgestellt. Das wäre so schlau. Boah, das wäre so krass. Chat. Imagine. Besser unter die Leute gebracht hätte. Ach, wieso das denn? Die 1500 Anwohner kriegen das doch auch so. 1000... irgendwie mit. In eine Arztpraxis? Ja, da wurde ich gefragt,
wo sind Sie umgezogen? Habe ich gesagt, nein, ich bin nicht umgezogen. Und dann hat sie angefangen, dieses Wort zu buchstabieren. Audre Lorde braucht ein wenig Übung. Ämter und auch Krankenkassen tun sich da leichter. Sie haben ja auch einen Informationsvorsprung. Wenn eine Straße umbenannt wird, erfolgt die Ummeldung der Adresse für alle AnwohnerInnen von Amts wegen automatisch im Melderegister. Praktisch. Auch die Post kennt bereits die neue Adresse und weiß da mehr als die Empfänger. Auf den Paketen steht da nicht mehr Manteuffel, sondern Laudre Ordestraße, ne? Und das stört den Kunden, weil die sagen, hey, wir wohnen hier, wir kriegen keine Info, wir wissen nicht warum. Wieso? Weshalb? Ja, das stört die Kunden. Ja, und vor allem, dann gibt es ja auch noch diese ganz smarten Leute, die dann einfach sauer auf diesen armen Mann sind, weil die arme Sau das den allen mitteilen darf. So. Weil Menschen denken ja nicht 3 Meter weiter und sagen, oh, ja, sie sind ja nur der, also es ist ja dieses Prinzip, nicht den Boten töten. Was dieses Internet, ich frage für einen Freund, ich auch, aber dieses Internet kannst du abschließen mit Amazon Prime oder einem Sub. Und dann bist du voll am Start in diesem Internet, auf diesem Kanal. Dann hast du auch wunderbare, ganz viele Emotes, die du in diesem Internet benutzen kannst, bist voll fesch am Start. Wir haben sogar ein ganz tolles Emote. Nennt sich Deffison. Und das empfehle ich auch jedem, dass er das nutzt. Lass ihn gerne hier raus auch manchmal. Ne? Aber warum denn aufregen? Findet sich doch alles. Da! Es wird aber noch mehr geändert, und zwar alle Hausnummern. Denn nur der nördliche Teil der Manteuffelstraße wurde umbenannt. Im südlichen bleibt der alte Preuße. Am Ende also doch ganz typisch für Berlin. Ich frag mich wirklich, wie Deutschland es geschafft hat, so fortschrittlich zu sein. Also ich meine, wir haben so tolle Sachen wie die Krankenversicherung, wir haben genug Essen, wir haben genug Trinken. Wie haben wir das geschafft? Also, weiß ich nicht. Es tut mir leid, das jetzt so anzusagen, aber scheinbar wird ja nur von morgens bis mittags gedacht, Alter. Ich habe keine Ahnung, Volvo, wirklich nicht. Ich weiß es, das ist ja wirklich... Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Wie geht das? Was ist da los? Gern mal halbe Sachen machen. Vor allen Dingen, das Ding ist, wir sind nicht mal am Ende vom Video. Sehe ich gar nicht, warum man nur einen Teil davon umbenennt. 7 Monate nach der Umbenennung werden schon die ersten neuen Schilder aufgehängt, parallel zu... 7 Monate! Der Manteuffel abgegeben, Manteuffelstraße abgegeben oder andersrum. Ja, Mann, Black Eagle, einen wunderschönen guten Tag für dich, wie geht's dir? Ja, lecker. Den alten äußern. Fehlen nur noch die neuen Nummern. Um Gottes Willen. Oh, oh, oh. Das ist nicht normal. Doch. Aber ich glaube, die Nummern werden doch von selber von den Hausbesitzern aufgehängt, oder? Alter, 7 Monate für ein verkacktes Schild, ey. Erst wenn die Häuser neue Nummern haben, gelten nur noch die neuen Straßenschilder. So geht Straßenumbenennung in Berlin. Erst machen, dann planen, zuletzt informieren. Chad, ich wusste nicht, dass es geht, aber ich bin einfach mal wieder sprachlos. Ich weiß nicht, Digga. Wie ist das passiert? Wann sind wir an so einem Punkt angekommen?